Wir haben Moskau erreicht und jetzt unternehmen wir die Stadtrundfahrt. Wir fahren zum Roten Platz, auf die Sperlingsberge und andere Sehenswürdigkeiten der Stadt besuchen wir heute. Ganze Eindrücke, die wir bis jetzt erlebt haben, konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie das russische Volk bisher gelebt hat. Nur aus Zeitungen und aus alten Büchern. Sonst ist mir darüber gar nichts bekannt. In dieser Führung fahren wir durch die Stadt in der Nacht, wo viele Gebäude angestrahlt sind. Manche Gebäude, wie zum Beispiel das Kaufhaus Gumm, auf dem Roten Platz sind mit den Lampen beleuchtet. Und in der Nacht, wo alles beleuchtet und angestrahlt ist, der Eindruck ist ganz anders als anders.